Ich bin hier im Netz mit einem frisch gebackenen ATP-Champion, Peter Gujovcik. Wie fühlt es sich an, erster ATP-Titel? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja. Ich bin überaus glücklich, dass ich heute das Finale für mich entschieden habe. Also ich habe auch sehr aggressiv gespielt am Anfang an. Das war mir sehr wichtig. Und gegen Benoit hatte ich auch schon eine Rechnung offen. Gegen ihn habe ich ja in Stuttgart verloren. Da habe ich gedacht, okay, muss ich ausgleichen auf 1-1. Und das ist mir heute sehr gut gelungen. War es am Ende vielleicht sogar ein bisschen ja, leichter als vielleicht erwartet? Das nicht. Ich war am Anfang an sehr nervös. Ich wollte ja nur meine Sachen eigentlich machen. Ich war ziemlich oft unterwegs, draußen und so frische Luft, dass ich ein bisschen Abwechslung reinkriege, weil es war heute ein bisschen spät, aber da gehen so viele Sachen durch den Kopf. Ja? Und es waren auch gewisse Punkte im ersten Satz, die wichtig waren. Die habe ich dann für mich entschieden. Und war dann im zweiten Satz ein bisschen entspannter und habe es für mich dann entschieden. Wie war die Nacht vor dem ersten ATP-Finale? Ja, wenig geschlafen, ja, vielleicht glaube ich 2, 3, 4 Stunden höchstens. Appetit hatte ich eigentlich, ja, und ja, es fühlt sich einfach nur gut an. Super, wie geht's jetzt weiter? Ich glaube, es geht weiter nach China, oder? Richtig, jetzt heute Abend fahre ich nach Hause. Morgen Mittag geht dann mein Flug nach Chengdu. Lande da am Dienstag Mittag oder spät abends. Werde dann nochmal dort trainieren, bis draußen. Und dann geht es am Mittwoch weiter gegen Leonardo Meyer. Sehen die Ziele noch aus für den Rest der Saison? Schwer zu sagen. Jetzt bin ich ja zwischen 60 und 70. Ich habe noch ein paar Punkte zu verteidigen, aber vielleicht knacke ich noch die Top 50 dieses Jahr. Das wäre natürlich schön. Alles klar, viel Erfolg dabei. Danke.